Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Point-and-Click-Adventure. Und zwar eins, was ich schon so lang rumliegen habe und jetzt endlich mal Let's Playen möchte. Die Hardy Boys, da nicht zu verwechseln mit den zwei Wrestlern, die werden, glaube ich, mit Z geschrieben. Hardy Boys. Ja, dann würde ich sagen, ich starte einfach mal durch. Und los geht's mit dem ersten Part. Bisher bei den Hardy Boys. Aufmachen! Es gibt kein Entkommen. Das sind 15 Meter. Gebt auf. Beeil dich gefälligst ein bisschen, Joe. Ich glaube, der Stuhl hält nicht mehr lange. Ich mache meinen Job und du deinen. Hol uns einfach hier raus. Das muss Sicherheitsglas sein. Macht's nicht leichter. Finde was, das wir als Seil nutzen können. Zum Springen ist es viel zu hoch. Ich hab's! Gefangen. Keine Bewegung. Mr. Ingalls möchte gern mit euch reden. Geronimo! Ja, Kapitel 1. Alles wie immer. Alles wie immer. Hey, was ist hier? Gefährdung von Fußgängern? Rücksichtsloses Fahren? Überqueren einer roten Ampel? Da gibt es nichts zu lachen, Jungs. Als euer Vater und ich euch erlaubten, dass ihr Motorräder bekommt, haben wir strenge Regeln aufgestellt. Wisst ihr, dass fast 50% aller Unfälle mit Motorrädern zu ernsten Verletzungen führen? Ihr dürft das Gesetz nicht übertreten. Mom, was redest du da? Wir haben doch nichts. Officer Piedmont möchte mit euch reden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich bin wirklich sehr enttäuscht von euch beiden. Hopp, 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 ragat! Sei still, Playback! Hey, ihr beide habt euch da aber ganz schön in die Nesseln gesetzt, Jungs. Eigentlich war es eher eiskaltes Wasser. Was haben wir getan? Laut Artikel 418 des Bayport-Strafgesetzbuches bin ich ermächtigt, euch zur Last zu legen, Übertretung der Verkehrsregeln unter Artikel 418 Bayport-Strafgesetzbuch. Sie sind gar kein Polizist, nicht wahr? Nein, ich arbeite für die ATAK. Ich hätte meinen Text lernen sollen, dann würde ich jetzt nicht so stottern. Sie arbeiten also auch für Amerikas Teen-Antikriminalitätseinheit? Und der Handschlag? Zumindest habe ich das nicht vergessen. Mein Name ist Piedmont, Eric Piedmont, ATAK-Agent. ATAK-Agent, ATAK-Agent! Sei still, Playback! Hätten Sie nicht als Lieferant kommen können? Wie sollen wir das jetzt unserer Mom erklären? Wir können von Glück reden, wenn wir unsere Motorräder behalten. Tut mir leid, war eine Anordnung. Wir mussten euch das sofort bringen, ohne dass es abgefangen wird. Ich könnte eurer Mom sagen, ich war eine Verwechslung. Nein, das würde verdächtig aussehen. Wir kümmern uns darum. Tut mir leid, Jungs. Auch, dass ich euch störe. Das war so peinlich. Ein Polizist in unserem Haus. Puh, ein Glück, dass er so jung war. Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn euer Vater ihn auch noch gekannt hätte. Mom, du siehst das falsch. Ich sage euch, wie ich das sehe. Ihr werdet eure Motorräder heute nicht mehr anrühren. Und vermutlich auch noch eine Weile länger. Wenn euer Vater nach Hause kommt, können wir besprechen, wie eure Bestrafung aussehen wird. Wie kommen wir da nur wieder raus? Uns fällt schon was ein. Sehen wir uns erstmal die CD an. Ja, was haben wir denn hier für eine illustre Konsole stehen? Ha! Die Z-Box, oder was? Die Z-Box. Damit lässt sich vielleicht was anfangen. Ah, da ist bestimmt unser Auftrag drauf. Also, Mission Impossible. Samuel Spencer,
der Besitzer des Spencer-Herrenhauses, eines der größten Herrenhäuser Nordamerikas. Das Spencer-Herrenhaus wurde überfallen und ausgeraubt von Profis. Der oder die Täter wussten, was sie wollten und auch, wo es sich in seinem Haus befand. 200 Millionen Dollar in Inhaberobligationen, vor über 50 Jahren ausgegeben von der Rothschild Corporation, die im Arbeitszimmer in einem Mosler-Safe waren. Mosler-Safes sind praktisch unzerstörbar. Dieser Safe wog mehr als 450 Kilogramm. Es gibt keine Hinweise auf Sprengstoff, auch wenn dieser nichts bewirkt hätte. Der Mosler kann allen konventionellen Sprengstoffen widerstehen. Wer da eingebrochen ist, der kannte auch die Kombination. Angesichts der Umstände dieses Diebstahls seid ihr beide in einer einzigartigen Position. Kennt ihr das Sprichwort, das Recht steht auf der Seite der Besitzenden? In diesem Fall, bei dem es um Inhaberobligationen geht, bedeutet das, dass sie demjenigen gehören, der sie besitzt. Außerdem hat die Rothschild Corporation ihren Sitz in Großbritannien und das internationale Recht ist nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Der Dieb könnte sie einlösen, bevor wir Interpol einschalten können, um ihn aufzuhalten oder sie. Seltsamerweise hat die Obligationen bisher niemand zu Geld gemacht. Die Umstände des Diebstahls weisen auf einen Profi hin und jedem Profi wäre klar, dass er die Obligationen schnellstmöglich loswerden und in ein Land fliehen muss, mit dem wir kein Auslieferungsabkommen haben. Das und die Tatsache, dass wir erfolglos alle Flughäfen und Schnellstraßen in Bayport überwacht haben, lässt uns vermuten, dass sich der Dieb noch hier aufhält. Wer ist der Dieb? Warum sollte er in Bayport bleiben? Aus welchem Grund hat er die Obligationen noch nicht zu Geld gemacht? Mit jedem verstreichenden Tag sinken seine Chancen, dies zu tun, ohne verhaftet zu werden. Wir hoffen, dass ihr das aufklären könnt. Diese Mission ist wie immer streng geheim. Diese CD formatiert sich zu einer Musik-CD in 5, 4, 3, 2, 1. Wow, Musik-CD. 200 Millionen Dollar! Ich kenne das Spencer-Herrenhaus. Es liegt hinter Miller's Hill außerhalb der Stadt und sieht schaurig aus. Da soll es auch spuken. Wir sollten erst mal hinfahren und diesen Samuel Spencer befragen. Aber wie denn? Mom hat unsere Schlüssel. Und Dad kommt erst in ein paar Stunden. Ich rufe ihn an. Er regelt das. Nimm nicht das Telefon. Mom könnte mithören. Dann wäre unsere Deckung aufgeflogen. Nimm dein Handy. Ich habe meins im Motorradfach gelassen. Nimm deins. Echt jetzt? So ein Pech. Steh nicht so rum. Wir müssen irgendwie an die Handys rankommen, ohne dass Mom uns sieht. Ha, ja. Das ist mein Bett. Ich bin jetzt nicht müde. Dann lass mal loslegen und uns erstmal umschauen, ja? Wir müssen also zu diesem Herrenhaus. Ja. Hier durchgeht niemand. Ah ja. Vielleicht ein anderes Mal. Ach, den kann ich mitnehmen. Okay. Ah, wir können auch nach draußen, das ist gut. Wir sollten Tante Trudy lieber nicht noch mehr nerven. So, ja. Das hat wohl jetzt nichts zu sagen, also müssen wir erst einmal herausfinden. Oh, das soll ich so schnell machen. Geht sofort wieder in euer Zimmer. Wenn euer Vater nach Hause kommt, werden wir uns in Ruhe über eine angemessene Bestrafung unterhalten. Ich weiß noch nicht, was es sein wird, aber es wird harte Arbeit beinhalten. Wir müssen irgendwie an die Handys kommen, ohne dass Mama es rauskriegt. Ich bin mir der Lage bewusst, Frank. Ja, ich dachte, ich betone es nochmal. Ja, die Hardy Boys. Puh. Aber irgendwie muss ich doch auch mal nach draußen gehen können. Wir haben wohl keine Wahl, Joe. Wenn wir unsere Handys zurückhaben wollen, müssen wir durch das Fenster raus. Und dafür fällst du natürlich flach. Die Schrammen an deinen Beinen beweisen, wie gut du klettern kannst. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier schon rumgeklettert bin. Auf geht's. Dann muss ich darauf vertrauen, dass du das allein schaffst. Aber mach keine Dummheiten, okay? Ja. Den klicke auf die Schaltfläche Modusauswahl, um das
Zusatzmenü zu öffnen. Ja, da, ich weiß. Ja, das ist hier. Wir steuern. Ja, jetzt steuern wir ihn und jetzt geht's nach draußen. Hoffe ich doch. Jawohl. Psst, wenn uns Tante Trudy erwischt. Entschuldigung. Ist da jemand? Knarrende Fußböden. Oh, knarrende Fußböden, ja. Was ist eigentlich mit dem Papagei? Das muss doch, der hat bestimmt noch irgendwo seinen Sinn, ja. Das wird schon niemand vermissen. Ich hab den eingepackt. Ich hab den Papagei eingepackt. Okay. Ja. Und das hat jetzt welchen Sinn? Jetzt bin ich ja mit ihm hier. Aha. Ah, okay. Ich sollte vielleicht nochmal wechseln. Ich glaube, den Anfang, den hatte ich schon. Ja. Irgendwie kann ich mich erinnern. Okay, er klettert nicht nach unten. Jetzt wechsle ich nochmal. Denn wir können auch klingeln. Wir müssen ja unten unsere Mama ablenken. Ja, ihr merkt schon, das Spiel ist auch für ein jüngeres Publikum eigentlich gedacht, wie es aussieht. Ich bin ja im Inneren sowieso noch jung geblieben. Was ist das auch richtig? Oh, sie geht zur Tür. Ich glaube, ich sollte mich mal beeilen. Das wird schon niemand vermissen. Geh nach oben. Och. Muss ich euch erst an euren Ohren in euer Zimmer schleifen? Ich hab sie nicht. Ich hab die Schlüssel nicht. Ich glaube, das musste ich einige Male machen. Ich hoffe, es klappt jetzt gleich. Aber wieso ist er nicht nach oben gegangen, Mensch? Ach komm, mach hin. Wenn das jetzt ewig so geht. Zack. Zack. Das wird schon niemand vermissen. Oh. Ich bin oben. Es geht nicht ewig. Ich hab's jetzt gleich geschafft. Okay, ja, ich sollte mal aufhören, doppelt zu klicken. Sonst seht ihr auch nicht mehr durch, wo ich gerade bin. Ja, wir brauchen die Schlüssel. Wir haben einen Papagei eingesteckt. Wir haben die Schlüssel, die Motorradschlüssel, wie ich das so mitbekommen habe. Ja. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Weiter bin ich da nicht bei dem Spiel. Das ist natürlich abgeschlossen. Und was der Papagei, der ist. Aha. Ein Handy. Ja, genau. Damit lässt sich vielleicht was anfangen. Ja, klicke auf die Schaltfläche Handy, um das Handy aufzurufen oder einzustecken. Lass mich raten. Es ist nicht aufgeladen. Hier blinkt schon der Akku. Tagebuch. Telefonverzeichnis. Zack, zack, was muss ich jetzt? Ja, dann geh doch mal drauf.
Das geht nicht, der geht auch. Das ist so, nicht, dass ihr denkt, oh, der ist so blöd, ein Handy zu bedienen. Nein. Nein. Oh Mann, ich habe heute, ich habe mir ein Stück Zahn ausgebrochen übrigens. Vielleicht lässt sich da was anfangen, aber... Und wieso macht er denn nichts? Ja, Tagebuch, das ist natürlich... Ach. Dö. Wollt ihr mich verscheißern oder was? Soll ich nochmal klingeln oder jetzt direkt reingehen? Das kann nicht gut enden. Okay, wir haben das Handy, was nicht funktionieren will. So, wo geht's denn hier noch hin? Ich sehe den Pfeil hier immer nicht so gut, der verschwindet immer. Lalalala, es scheint ja wohl erstmal bloß hier in die Richtung zu gehen. Ich tu mal wechseln. Ja, hallo. Och Mann. Schmeiß das Handy einfach hoch. Es ist so, sie sind klasse und sogar MP3-fähig. Wow. Ein Geschenk unseres Vaters. Hab ich etwa das auch jetzt einstecken? Oder das wäre ja sehr kurios. Er hat ja nichts nach oben geschmissen. Ich will nochmal die Konsole anschauen. Ah. Kann ich denn irgendwas tun? Mensch, Leute. Außer auflegen und nichts tun. Ja, die Schlüssel, das hat er unten und ich weiß absolut nicht, wieso das nicht funktioniert. Ich komme ja auch so nicht mehr rein, wie es aussieht. Sonst wird es ja angezeigt. Ein schöner Tag. Ein schöner Tag zum Zocken, ja. Ach, Leute. Verschlossen. Ja, es war ja auch nichts mehr drin, oder? Unsere Motorräder. Dad schenkte sie uns. Kann ich denn auch damit wegfahren? Alleine? nein. Unsere Motor. Ja, ja, Vater schenkte sie uns. Tja, ich komme nicht ins Haus zurück. Er gibt, er funktioniert. Das ist, bin ich echt so dumm? Ja, dann drückt er, klickt auch drauf. Aber ich komme ja nicht mehr ins Haus. Okay, ich gehe nochmal nach unten mit ihm jetzt. Ja? Er hat ja kein Handy. Warte, warte. Nein. Okay. Geht nicht nach unten und... Ja, ist der erste Part, da kann das schon mal passieren. So, lassen wir uns nochmal erwischen. Mal sehen, ob dann was anderes... Bleibt endlich oben. Ihr sollt in eurem Zimmer bleiben. Gebt endlich Ruhe. Ja, ich, keine Ahnung. Irgendwas. Es ist auf jeden Fall der Akku leer. Vorhergehende Seite, diese Seite. Was ist denn, was steht denn hier? Steht ja nun für Telefonverzeichnis. Ist das, wenn es noch an ist, muss es auch funktionieren. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Zack. Und wir legen wieder auf. Tja, sorry Leute, ich komme hier nochmal. Ich komme momentan nicht so richtig. Aber da ist doch ein Baum. Wieso klettert er dann nicht nach oben von draußen? Ja? Es wäre doch eigentlich logisch, wenn er so gut klettern kann. Na, wo jetzt? Baum. Fenster, Baum. Ja, anschließen kann ich nichts. Die Handys hat er unten. Das ist mein Bett. Ich bin jetzt nicht müde. Nein, bist du nicht. Kein Seil zum Runterwerfen oder so. Und außerdem, was soll die Aktion mit dem Papagei? Hab ich den? Nein, ich hab, also das ist das Inventar von ihm. Ich verwende jetzt mal den Papagei am... Wieso nicht? Hohoho. Nicht, dass mir das Spiel abstürzt. Tja, vor lauter Doppelklickerei hier. Tja, letzte Aktion. Das kann nicht gut enden. Letzte Aktion für diesen Part. Wir sind nicht weit gekommen. Wir wurden erwischt. Ich komme nicht mehr hoch. Ich habe die Telefone und er oben braucht sie auch. Eins davon. Ja, ich glaube, ich habe bloß eins aus dem Motorrad geholt. Aber Leute, ja, ihr wisst, was kommt. Das soll erstmal gewesen sein für den ersten Part hier bei den Hardy Boys. Ja. Da wie immer vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ja, Kanalabo nicht vergessen, Daumen da lassen. Ich lebe für die Quote, ihr wisst. Ich brauche die Einschaltquote. Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal hier bei den Hardy Boys. Tschüss. Musik